So, wir gucken uns jetzt das Geschäft mit dem Sperma an. Ein Tag in der Samenbank. Gucken wir uns später an. Wir gucken uns erstmal dieses Rap-Battle an. Sehr, sehr unterhaltsames Battle für euch. Zu meiner rechten Seite haben wir den. Ah, der ist für die 5 in Mathe. Geiler Beat, bitte, wenn er jetzt noch gut rappt, wäre super. Eva! Ich mache dieses Battle, weil ich hasse meine Lehrer. Jeder im Raum weiß, diese Kachi ist kein Gegner. Red nicht von Schwänzen, komm ich in die Schule leider später. Redest du von Schwänzen, meint sie 20 Zentimeter. Ich werde auf meine Lehrerin schießen. Sie sind so jung, sie müssen die Kolleginnen siezen. Nach dem Battle haben sie seelische Schmerzen. Das passiert, wenn Pferdemädchen Lehrerin werden. Ihre 1,8 im Monat sind kein richtiger Lohn. Beim Sex fragen sie immer nach der dritten Person. Sie werden von drei Typen. Und damit meine ich nicht ihr lyrisches Ich. Sie labern hier andauernd nur noch Mist. Ich hab mir einen Hund gekauft, der meine Hausaufgaben frisst. Ich habe keine Angst vor ihnen, holen sie doch den Rektor. Dann leak ich ihre Nacktbilder auf Overhead-Projektor. Sie sind scheinbar auf Droge, was für Kreide auf Tafel. Sie haben Kreide gezogen. Und ihre Lernhilfen sind echt der Hit. Sie so he, she, it, der Ass muss mit. Ihre Sprüche tut keiner wirklich lieben. Sie nerven damit sogar ihre eigene Familie. Ihr Mann fragt, kann ich mit meinem Schwanz in deinen Arsch? Und sie, ich weiß nicht, ob du kannst, aber du darfst. Starke Antwort vom Schild! Ey, war gut, oder? Macht einmal! Sehr, sehr stark. Und ich bin gespannt auf die erste Runde, auf die Antwort von der Lehrerin. Let's ja, war talking. Gut, war gut. Go. Nach dem Unterricht mit dir fühle ich mich ausgelaugt. Ich bin danach die, die eine Pause braucht. Dein Verhalten ist so assi, ich glaub es kaum. Machst einen auf schlau, doch bist eigentlich der Klassenclown. Ich fahr mit dem Auto und der Bahn. Nachsitzen steht auf seinem Stundenplan. Biologie erklär ich euch schnell. Erbkrankheiten, wir lernen am Modell. Das Battle hier ist harte Promo. Wir Lehrer spielen Dart auf seinem Jahrbuchfoto. Und von Benehmen ist bei dir wirklich keine Spur. Doch du wirst heute versetzt von letzter Reihe in den Flur. Du bist der, der nichts versteht. Hast Religion als dein Hauptfach ausgewählt. Für mich bist du ein erbärmlicher Wicht. Du glaubst an Gott, aber er nicht an dich. Für dich, Schule zu verrückt. Doriniere dich in Fort und such im Kindergarten Glück. Und weißt du, was mich Stupakas bedrückt? Du stinkst so hart, ich wünsch mir die Zoom-Meetings zurück. Du kommst hier nie zur Vernunft. Deine beste Note ist eine 4 und 2 in Kunst. Deine Eltern sind so dumm, aber denk weiter, ich lüge hier. Sogar so dumm, die sind drei Klassen über dir. Okay. Ja. Ja. Starke erste Runde von der Lehrerin macht einmal! Lehrerin ist einfach den Schüler. Und wir kommen zu der Antwort vom Schüler zur zweiten Runde. Let's go. Okay. Okay, gib ihn. Nimm die auseinander, Cousin. Punkt an ihn, ja, 1-0. Es ist klar, dass ich heute mit meinen Gegnern spiel. Eine Lehrerin, die rappt, ist nicht kredibil, dass ich sie heute ist doch eh das Ziel. Doch wenn sie mich heute f***en, sind sie pädophil. Ihr Unterricht ist einfach viel zu mies. Farid Bang hat mehr Allgemeinwissen als sie. Nein, ich hab keinen Plan, wie ich ne Parabel starte. Doch sie werden rot, wenn ich mein Penis an die Tafel male. Sie sind die mieseste Slut und heulen, als hätten sie Zwiebeln gehackt. Was nachsitzen heißt, haben sie nicht gerafft. Denn wir haben die Zeit doch im Liegen verbracht. Und ihre Logik, die macht echt keinen Sinn. Weil sie sagen, dass ich schlecht in allen Fremdsprachen bin. Und diese Lüge, die hat mich bedrückt. Pitschka die Materina, Puda Madre, Fils de Pün. Noch an Mathe, das ist lächerlich und schade. Ich schau auf ihren Arsch und erkenne eine Gerade. Und dann fass ich ihnen über die Bluse. Und mein Schwanz wird zur Hypotenuse. Hey! Sie sind eine ältische Dame. Ihr Tanga sieht aus wie die tschechische Fahne. Meine Lehrerin hat 20 Schwänze geblasen. Ich gebe euch Pornhub als Quellenangabe. Starke zweite Runde vom Schüler und einmal Digga, Geschichten aus dem Klassenraum. Gut, 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 gut. Die wird verkacken. Die wird verkacken. Ein
Haufen von... In der Schule redet er einen Haufen von Stuss und fährt auf seinem Rückweg dann nach Hause im Bus. Tief in seinem Herzen hat er Traum von einem Kuss. Für ihn bin unerreichbar wie sein Hauptschulabschluss. Ich mach dich jeden Tag zum Hund. Wegen dir kommt bei Carsten Stahl zu uns. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich deine Courage hasse. Du wirst jeden Tag gemobbt, sogar in der Förderklasse. Hast die Hausaufgaben gemacht und Nachsitzen gewählt als Leistungsfach. Mir ist schon klar, dass du Schulpflicht hast, doch für Opfer wie dich ist hier einfach kein Platz. Du bist eine madige Tunte, nach der Nachhilfestunde braucht deine Nachhilfestunde. Ich werde dich gleich begraben und schick dich gerade holen, obwohl wir ein Whiteboard haben. Und jetzt geh, als ich sein Zuhause sah, war ich sehr geschockt. Von Mama kriegt der Krieg um die... Oh ja, stark, Digga! Stark! Stark! Ja! Doch, 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 doch! Man muss sagen, war knapp am Ende, aber 2-0 für den Schüler würde ich einfach mal jetzt in den Raum werfen. Oder was sagt ihr, Chat? Okay, lassen wir diesen Lügen nicht. There's been things time to clarify. Are you in the Illuminati? Are you in the Illuminati? Well, it's coming up as a lie. Well, what, your lights broke, lady? I think you're moving to... Was? Much. This video is gonna f*** me. Like, conspiracy Twitter is going crazy right now. We knew he said the Illuminati won't f***. Great, y'all know, but I don't. When did this happen? What am I getting out of it? Does the Illuminati come with 401k? Alright. Are you, Logan Paul, in the Illuminati? No. By the way, I'm not in the Illuminati now. That doesn't mean I'm not down. If the Illuminati is watching this, don't consider me, like, out. Like, at least approach me and give me the opportunity to say no. Yeah, that's f***ed up, because, like, they never invited us. That's what I'm saying. Do you think I would beat KSI in a fight? Yeah. Yes. Come on, bro. It's not to say he's a good boxer. No, I mean, he's my partner, but, like, you know, I was just saying you're 230 at the moment. He's 180. It's not even fair, bro. Why am I even doing this? Bro, you just f***ed my life up. It's okay. Do you believe that I will actually beat Mike Tyson? Yes. Hey! Do you believe you'll actually beat Mike Tyson? Yeah. I'm not hooked up to the lie detector. Well, fucking hook his ass up. Okay. Okay, put your hands down. Sogar sein Bruder glaubt nicht dran? Das ist ein bisschen IQ-Senk. Ich sag ehrlich, wenn dein eigener Bruder nicht dran glaubt. Do you think you're the favorite child? Yeah. But it's not even close, to be honest. No, but Dad doesn't fuck with you at all. I don't know if he fucks with either one of us. He fucks with me 50% of the time. He talks a lot of shit about you when you're not there. Yeah. Do you think you could beat me in a fight? Ooh. Yes. Pretty good. Oh, der hat seinen Bruder gefragt, denkst du, du haust mich weg in einem Fight? Er sagt einfach, ja, wer ist von den Eltern? Ist der Kleinere? Ja, gell? Ich weiß nicht, wer Logan ist. Ah, Logan ist der Ältere. Das ist nicht Logan, das ist Jake. The hand-to-hand combat. You wanna find out, puppy? Are you in the Illuminati? Not currently. Was heißt not currently? Noch nicht, aktuell nicht, zur Zeit nicht. Okay. They have been doing seminars. I have more followers than you on Instagram and YouTube. Does that bother you? Yes. No. Fame pussy. Neidisch auf seinen eigenen Bruder sein. Er ist neidisch auf seinen Bruder. Er ist neidisch auf seinen Bruder. Wie kann man so neidisch sein? Wie kann man seinem Bruder das nicht gönnen und auf seinen Bruder neidisch sein? Krank. Das ist bis jetzt die ehrenloseste Frage gewesen. Ich sag ehrlich,
Flutschi-Flutschi-Frage war das. It's hot in here, that's for sure. You're the older brother, you're supposed to have more. Bro, who cares? Yeah, not me, obviously. Alright, let's talk about the Tyson fight. Samuel, danke schön für 42. Do you think the age difference plays a big role in the outcome of the fight? No, I think Mike is a killer at any age. You sweat a little bit. I don't like this. For all the conspiracy theorists out there, is this fight rigged? Absolutely not. That's a federal crime. All right, here, I got one for you. That's gonna make you fucking shit your ass. Are you Ryan Garcia? Sorry. Are you on PEDs? What do you mean by that? Are you on performance-enhancing drugs? If taking Viagra counts, then yes. It's performance-enhancing, brother. I'm gonna need a yes or a no. No. Nie im Leben. Bruder, nie im Leben. Never ever, Bruder. Der ist 100% auf Stoff. 100%. Er ist 100 Millionen Prozent auf Stoff. 100 Millionen Prozent, Cousin. Ey, Chat, ihr checkt nicht, wie reich die Jungs sind, gell? Ich sage, mit einer der reichsten YouTuber der Welt. Mit einer... Vielleicht sogar die reichsten YouTuber der Welt. Prime ist auch von denen, oder? Krank, Digga. Lucky you. Let's see how your B-samples come back, brother. There was no A-samples. All right, Jake Paul. Do you really think that you're gonna beat Mike Tyson? Yeah. Ooh. Well, I'm nervous. Yeah, nervous. I think I don't know. It's gonna be tough. It's a red light. It's gonna be tough. Lie? Can we cut? It's hot. Can you get the W deodorant and body spray, please? What are you talking about, Marcos? I just need to get this. You got deodorant. A deodorant guy? This is embarrassing. Get in there. Oh my god. Thank you. What are you doing? Refreshing. There you go. What is this? What are you doing? What is this? This is W. I created. Das ist ein Placement, Junge. Das ist ein Placement. The best body spray, body wash, and deodorant in the world. Die kleinen Wichser, Digga. Es war alles gestaged für das Placement. Die kleinen Wichser, Digga. Die kleinen Wichser, Digga. Ach. Ach. Und ich, Idiot, fall da drauf rein.